Zuzuhören und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4. Und ihr seht schon, wir sind hier irgendwie im totalen Streit vorbeigekommen. Und heute geht's mit unserer WG weiter. Ich bin so gestresst wie noch nie in den letzten Tagen gefühlt. Aber bin natürlich wie immer fleißig, zumindest am Sims aufnehmen. Beim Rest hapert es immer, aber bei Sims achte ich dann doch immer sehr stark drauf, dass es dann drankommt. Oh, es gibt hier Geflirte und die Anlage ist kaputt. Und Milena, die ist arbeiten und oh, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Schlimm, ich ersetze erstmal die Anlage. Und wie sieht's aus? Muss denn Vanessa morgen arbeiten? Nein, muss sie nicht. Und da ist... Das ist mir egal. Wir sind so laut, wie wir wollen. Und vielleicht können wir Vampir... Oh, befehligen. Oh, das ist cool. Okay. Na, ah, befehlen zu putzen. Na komm, beputze ihn. Beputze ihn. Das müssen wir jetzt ja nochmal aus der Nähe verfolgen. Seht euch das an. Ja. Oh. Dann putz. Putz, Sergio. Sergio. Wie kommen wir auf Sergio? Putz, hässlicher Typ. Putze! Und sie bringt ihr ein Ständchen. Ach, das ist ja süß. Er hat keine Lust zu putzen für uns, naja. Und kann Caleb sonst irgendwas? Mehr Saft hinzugeben. Einer der Stammgäste von Milena bittet um etwas mehr Saft in seinem Getränk. Milena möchte ihm den Wunsch gerne erfüllen, weiß aber, dass sie Nein sagen sollte. Ja, dann sagen wir Nein. Sorry. Als sich Milena höflich weigert, dem Kunden mehr Saft in das Getränk zu tun, will dieser die Geschäftsführung sprechen. Zum Glück ergreift sie Partei für Milena. Leistungsverbesserung klein. Ja, ja, Kleinvieh macht auch Mist. Also ich weiß nicht, was er da draußen macht, aber es passt schon. Oh. So, und Caleb flüchtet. Ah. Okay, Caleb hasst uns. Wir können ja noch ein bisschen singen üben. Ja, doch. Üb singen, da komm. Wann denn hin? Renn wieder zurück, bitte. Du sollst singen üben. Er putzt vor uns. Oh. Wie sieht's eigentlich mit der Fähigkeit aus? Oh, Stufe 6 tatsächlich schon. Dabei kann sie das schon so toll singen. Oh Gott, das ist immer noch schief. Mamie, my Momu. Hört zu, wie sie performt, okay. Ist wohl wieder mal Zeit. Pop. Und dann... Sie singt auf jeden Fall nicht schlecht. Oh. Na gut, das ist aber auch erst... Was macht er da? Er weiß nicht, was er machen soll. Oh. Hilfe. War das unkontrollierbares Zischen oder so? Ich weiß es nicht, das war so... Aber das habe ich eigentlich doch. Sie hat einfach plötzlich im Lied gezischt. Das war so richtig um... Oh, ist verliebt und schaut sich die Vorführung, also jetzt reicht's, aber... Oh, sie hat 448 nach Hause gebracht, dann kommen wir endlich mal über die 18.000. Das passiert ja sonst nie. Und
Räum mal bitte auf. Und du könntest ja noch joggen gehen, eine abendliche Runde. Ne? Geh mal joggen. Und du, Caleb, wenn du möchtest, darfst du auch noch joggen gehen. Ne? Genau, dann los. Wolltest du nicht auch joggen gehen? Na komm. Na komm, ihr wollt beide joggen gehen. Bewegt euch. Okay, er hat keine Lust mehr. Oh Gott, schon 2:50 Uhr. So. Bitten zu gehen. Dann geh mal bitte. Und du, wie sieht's mit dir aus? Bist du müde? Nö, du bist nur durstig. Dann, ja, was kannst du machen? Ich würde sagen, üben nochmal Gitarre spielen. Wir können nämlich immer noch kein Lied schreiben, deswegen, ja, finde ich gut. Genau, und Caleb, du könntest mal duschen gehen, denn dein Hygienebedürfnis ist noch nicht in Ordnung. Man, dann denke doch beim Duschen nach. Der denkende Duscher. Oh, da ist eine Idee wieder am Kommen. Dann haben wir gleich 2 Eureka-Momente. Die brauchen wir ja für das nächste Level. Und dann können wir ihn auch am Montag mal begleiten zur Arbeit. Also übermorgen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drüber. Ja, definitiv. Und Milena ist unsere Joggerin. Also wenn sie irgendwann mit Sixpack und so zurückkommt, dann wissen wir, warum das so ist. Das ist doch ein angenehmes Tempo. Wow. Sie joggt. Ja, ja. Zieh unter der Dusche einen wissenschaftlichen Durchbruch. Okay, wir haben tatsächlich einen Durchbruch erhalten. Und Synthetiknahrungsmittel. Ich soll aufs Telefonbuch klicken und mal nachgucken. Beliebige Pflanze mal 2. Na gut. Und dann das. Das ist dann in Ordnung. Eureka! Jetzt müsste er Schach spielen. Oder so. Oder, oh, ich weiß, was wir machen. Wenn er jetzt fertig ist, dann lassen wir ihn noch Programmieren üben. Das hilft bei der Fähigkeit. Nämlich sehr stark. Und ihr werdet das gleich sehen, wenn der hier jetzt die Fähigkeit hier so ins Bodenlose steigt, fällt. Ja, da seht ihr es. Er macht Sprünge so förmlich schon fast, dass ich sagen muss, er cheatet. Oh je. Yeah. Und die Fähigkeit werden wir definitiv auf Stufe 10 bringen müssen. Deswegen ist das ja nichts Schlechtes, dass ich schon mal für Stufe 8 übt. Bam, 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 bam. Und was machst du? Chattest du etwa? Chattest du? Nee, okay. Okay, er programmiert. Ich glaub ihm das. Ich glaub ihm das. Ich bin ihm nicht untreu. Was? Okay, und du. Oh yeah. Ich würde gerade sagen, nein, die Dusche ist natürlich kalt. Wieso isst du das Diät-Eis? Finger weg! Du bist schlank! Oh, Manu. Schmeiß dieses Eis weg. Lasst es vergammeln. So, und ich muss jetzt schnell mit ihr mal... Oh Gott. Oh, sie ist so dünn. Oh nein. Wir müssen Eis herstellen. Und zwar ein Gewicht der Welt. Sie ist so dünn. Und da muss ich darauf achten, dass keiner von denen das Eis in die Hände kriegt. Sie muss davon eins essen und dann darf sie nicht davon in die Hände bekommen. Also beide, sonst haben wir ein Problem. Aber sie, das ist jetzt ihre 3. Eisportion, die sie davon isst. Von dem. Wir haben bald nur noch einen Strich. Die ist doch schon so dünn. Na komm. So, nimm einen Becher und iss ihn.
Sehr gut. Und ich habe bei den Fischen was Cooles herausgefunden. Und zwar können wir die irgendwie hier an die Wand hängen. Ich weiß noch nicht genau. Da aufhängen. Steht da ja. So. Level 2. So. Und sie nimmt jetzt hoffentlich ein bisschen zu. Denn sie ist mir definitiv zu dünn. So. Und jetzt geh ins Bett. Genau. Gut. Bitte aber in dein Bett. Das ist Caleb und Vanessas Bett. Und ich glaube, du willst gar nicht wissen, was die schon alles getrieben haben da drinnen. Zu viel für dich. So. Sie ist fast Level 8 mit der Gitarrenfähigkeit. Und. Na komm, leg dich bitte auch einmal hin. Du musst ja nur einmal um die. Hört nicht auf zu programmieren. Oh yeah. Dann wie bald weiter Gitarre. Ja, sie ist ja fit. Sie hat nur Durst. Nee, kein Buch lesen. Wenn überhaupt, sollst du Gitarre üben. Genau. Oh. Jawohl. So. Jetzt ist sie Level 8 von der Gitarre und sie. Heute Abend mit Candy Bear und ich wollte rangehen und es hat nicht geklappt. Und Jasminda verschwindet wieder. Oh Gott. Boah. So, Caleb, wie sieht's bei dir aus? Wie fit bist du? Er muss noch ein bisschen schlafen und sie muss unbedingt was essen. Das wird ein Problem, wenn hier keiner ins Haus reinkommt. Dann vertrocknet sie uns am Ende. Oh nee. Weil wir keine Plasmabeutel im Kühlschrank haben. Schnelle Mahlzeit essen. Erbsenhähnchen. Käsecracker, Zerealien. Nee. Tierkekse. Käsecracker, Joghurt. Nee, Erbsen geht. So, gibt's denn gar nichts zum Kochen? Nee. Haben wir irgendwie einen Frosch? Probier mal was aus. Kann ich aus dem Fisch? Ja, Plasmabeutel. Das. Oh, zum Glück. Dann kann sie den trinken. So. Dann hör mal kurz auf. Dann trink mal jetzt einen Plasmabeutel. Du bist durstig. Schlürf, schlürf. 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 Sehr gut. Ach, der ist schon. Ach, der ist schon leer. Okay. Und wie sieht's aus mit Caleb? Muss der auch noch? Der lacht im Schlaf. Wo warst du? Mit wem warst du? Warum warst du? Verdächtig. Er lacht im Schlaf. Okay. So. Dann würde ich sagen, sind wir aber erstmal wieder für heute durch. Ich hoffe, ihr schaut morgen wieder bei diesem gespannten und interessanten Gespräch beziehungsweise in der Kita vorbei. Und damit sage ich dann erstmal ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.